Wir haben manche Städte, die haben im letzten Jahr 2012 eine Mietsteigerung gehabt im Durchschnitt von bis zu 10%. Ja, beispielsweise Hamburg, ja, aber auch in der Rheinschiene kennen wir das. Und interessanterweise auch Städte beispielsweise wie Greifswald, die eine sehr hohe Mietsteigerung im letzten Jahr hatten. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr genau hingucken, da wo wirklich dieses Problem so exorbitant besteht, finden wir als Grünes auch richtig, eine sogenannte Bremse an der Stelle einzuführen. Beispielsweise auf dem platten Land, ja, in Bad Kissingen, das Dorobert uns eben ja so ans Herz gelegt hat, braucht man ganz sicher keine Mietbremse, weil es da eben eher schwierig ist, geeignete Mieter überhaupt zu finden. Das heißt, man muss sehr genau hingucken, da, wo es wirklich zu einer Entmischung in den Innenstädten kommt. Und ich finde, darüber sollten wir auch mal sprechen. Ja? Die Frage, wie sieht denn eine Stadt aus, in der Menschen, ja, Menschen, die ein dickes Portemonnaie haben, aber eben auch Menschen, die kein dickes Portemonnaie haben, wo die gemeinsam gut leben können und gut leben wollen. Olli, und da muss man das konkret was gegen eine Entmischung tun. Du wohnst in Hamburg? Nee. Ich würde schon so gerne wieder in Hamburg wohnen. Ich bin vor 8 Jahren aus Hamburg weggezogen nach Berlin, weil die Mieten einfach zu teuer waren und ich als Musiker nun mal kein geregeltes Einkommen habe. Das ist der Grund oder hat es einen künstlerischen Hintergrund? Das hat keinen künstlerischen Hintergrund gehabt. Das war wirklich der einzige Grund. Vor 8 Jahren waren in Berlin, ich wohne in Kreuzberg, die Wohnung noch relativ bezahlbar. Es ist aber nun mal immer so ein Prozess, der stattfindet. Wenn irgendwo Künstler wohnen und sich irgendwo zusammentun und die wollen da leben, weil die Wohnungen günstig sind. Bei mir in der Straße ist ein kleiner Lackierladen gewesen von so einem Malertypen und alle Künstler haben da ihre Sachen gekauft. Und da, wo die Künstler abhängen, da wollen die Reichen alle hin. Weil die Reichen finden das geil, mit den Künstlern abzuhängen. Die Reichen werden nämlich geil so kreativ wie die Künstler. Und dann ziehen die alle dahin. Dann hauen aber die Künstler ab, haben keinen Bock mehr auf die Spacken, die da mit ihren derben, fetten Volvos ankommen und meinen, moin, wir wollen auch hier leben. Und dann kommt natürlich ein Bauhaus dahin und der kleine Lackiererladen muss dicht machen, weil ein Bauhaus für die ganzen Familien hingebaut werden müssen. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass dann irgendwie am Prenzlauer Berg in Berlin zum Beispiel, wo nur zugezogen aus allen möglichen Vierteln, alle sind sie gleich alt, alle haben sie Kinder, es gibt keine älteren Leute mehr auf der Straße. Ich werde depressiv irgendwie dadurch. Man sieht alles nur Leute, die irgendwie alle gleich aussehen, alle scheiß Smoothies trinken und derbe genervt sind von ihrem eigenen scheiß Leben, was sie führen. Und genau, was du meinst. Und dann hängen die alle. Entschuldigung, ich habe so wenig gesagt heute. Ja. Das ist mein letztes Plädoyer. Und dann hängen die alle am Latte Macchiato-Strich rum, wie wir das nennen, so. Und trinken da alle und sitzen und sagen, jetzt hole ich mir gleich nur einen Smoothie, da gehe ich zum Yoga und führen da ihr geiles Leben. Aber es gibt keine alten Leute mehr. Es gibt irgendwie keine Leute, die kein Geld haben. Und das ist doch das Traurige, wenn die alten Leute aus dem Stadtbild verschwinden. Also ich will auch, dass mein Kind aufwächst in einem Viertel, wo es Leben und Tod versteht. Alte Leute und junge Leute leben. Und das ist ja eine Kritik an Frau Teutelberg, denn Sie sagen, wenn es der Markt nicht regelt, oder wenn es der Markt regelt, dann sieht es eben so aus. Der Markt regelt es ja nicht. Das ist ja momentan eine asoziale Marktwirtschaft, keine soziale. Das ist ja das Problem.